Einen wunderschönen guten Morgen. Für die letzten 2 Jahre, da war der Arc-Browser auf dem Desktop mein Werkzeug der Wahl, um Webseiten zu lesen und Webseiten-Dinge zu tun. Nun bin ich zurück bei Safari und ich habe mir beim Umzug angeschaut, was dort inzwischen so geht und welche Auswirkungen das auf meine Safari-Nutzung am iPhone mitbringt.